Die Kratzer nicht zu übersehen. Was für ein Mensch, dass sowas machen kann. Das ist schlimm. Blanke Zerstörungswut. Die Kratzer sind so tief, die sind schon im Fleisch mit drin. Der Täter unbekannt. Es ist eine Angst, es ist Wut, es ist Leid, es ist einfach alles. Dass ihm so etwas passieren würde, das hätte Gündoğan Çerimi nicht erwartet. Er parkt sein Auto immer in der Tiefgarage seines Wohnblocks, weil er bisher glaubte, dort sei es sicher. Am Sonntag dann alarmiert ihn ein Nachbar. Mehrere Autos seien in der Nacht zerkratzt worden, darunter auch Gündoğan Çerimis BMW. War schon ein Albtraum für mich. Ne? Ich kam da, ich dachte jetzt hoffentlich vielleicht nur was Kleines, Kurzes oder so. Und dann siehst du das ganze Auto drumherum. Sogar das Dach und alles vollgekratzt. Und ja, da ist man schon blank. Ne? Da sind die ganzen Nerven alle weg. Als Gündoğan Çerimi und seine Frau Giulietta das Auto vor einem knappen Jahr gekauft haben, war es noch so gut wie neu. Für sie ist der Schaden ein Schock. So, wo ich das erste Mal gesehen habe, hatte ich so eine Gänsehaut in mir. Und das kann man einfach nicht beschreiben. Ne? Es sind halt, ich habe sowas noch nie gesehen, also zum ersten Mal sehe ich das auch noch so heftig. Der erste Gedanke ist ja erstmal, wer könnte das gewesen sein? Sie sind nicht die einzigen Betroffenen. Ihr BMW ist eines von 9 Autos, die in der Nacht zum Sonntag zerkratzt wurden. Der Schaden rund 65.000 Euro. Die Nachbarschaft rätselt, wer der Täter gewesen sein könnte. Auch der VW von Dieter Richter hat etwas abbekommen. Kommt eine Galle hoch. Und es ist ja so, wir haben ja das Leben lang gearbeitet. Und wir haben auf sowas gespart, dass man sich sowas leisten kann. Umso bitterer, dass sich der Täter ausschließlich die teuren Autos ausgesucht hat. Niemand weiß, wie er in die Garage gelangen konnte. Sie ist mit einem Gittertor gesichert. Die Eingangstüren sind abgeschlossen. Die Polizei hat häufiger mit solchen Fällen blinder Zerstörung zu tun. Oftmals ist Wut dann vorherrschend, wenn wir die Leute fassen oder einfach ja, Langeweile, ein Motiv, das dann angegeben wird. Aber es ist natürlich für denjenigen, dessen Wagen dort zerkratzt worden ist, unverständlich. Gündoğan Çerimi und seine Frau hoffen nun, dass die Versicherung die Reparatur bezahlt. Aber eins ist klar, mit einem guten Gefühl werden sie ihr Auto hier nicht mehr abstellen.